Danke. Boah, damit hätte ich also nicht gerechnet. Das ist cool. Ich habe hier so einen echt badass Totenschädel bekommen. Das ist cool. Huldigt ihm. Cool. Jetzt nochmal mittelalterlich. Ich sage Huld Huld, ihr sagt Jubel. Huld Huld. Jubel. Sehr schön. Vielen Dank, das macht mir Spaß. Eine Zugabe. Ich mache noch genau das Ende von dem Test. Es sind noch 4 Zeilen. Nee, den müsste ich jetzt holen. Sie können eine E-Mail an Jan Philipp, wenn Sie das Ende erfahren möchten. Ich lese jetzt einen anderen Text vor, den ich auswendig kann. Er heißt Maximale Aufzuglast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Er heißt Maximale Aufzuglast 1300 Kilogramm. Ist in einem Aufzug entstanden. Überraschung. Maximale Aufzuglast 1300 Kilogramm. Oder 17 Personen. Das soll uns beruhigen. Maximale Aufzuglast. Ein Schild von Ingenieuren, Ingenieuren ausgedacht und von Installateuren angebracht, um uns zu beruhigen. Ein Placebo für unsere Seele. 1300 Kilogramm, das sind 26% eines Elefanten. Die Filetstücke eines Dickhäuters in einem Aufzug. Maximale Aufzuglast, ein Viertel Elefant. Oder 17 Personen. Das soll uns beruhigen. 1300 Kilogramm, das sind 14.284 Hamster gepresst auf 10,5 Kubikmeter. Maximale Aufzuglast, 14.284 Hamster oder 17 Personen. Das soll uns beruhigen. 1300 Kilogramm, das sind 4 Amerikaner. Oder 17 Personen. Das soll uns beruhigen. Ein Placebo für unsere Vernunft. Danke sehr.